Ich wusste, dass ich Ingenieurin werden will, wusste in etwa, was ich machen möchte, was ich arbeiten möchte, aber hatte lange keinen Namen dafür. Also mir hat damals Physik und Chemie in der Schule schon sehr viel Spaß gemacht. Und wenn man das später im Studium mit der Technik verbinden möchte, ist ein Studium der Verfahrenstechnik eigentlich genau das Richtige. Verfahrenstechnik ist die Umwandlung von Rohstoffen in ein verwertbares Zwischenprodukt. Das Faszinierende an der Verfahrenstechnik ist, dass es so vielseitig ist. Das große Alleinstellungsmerkmal ist diese systemintegrierende Eigenschaft. Also, dass wir uns über viele Skalen hinweg uns Systeme anschauen, diese versuchen zu verstehen und nutzbar zu machen, um hinterher dann auch wirklich ein greifbares Produkt rauszubekommen. Meiner Meinung nach ist Verfahrenstechnik ein wichtiger Baustein, um Nachhaltigkeit in der Industrie umzusetzen. Im Moment ein großes Thema ist die Erzeugung von regenerativem Wasserstoff. Das Schöne an unserer Wasserstoffanlage ist, dass wir das Ganze regenerativ machen über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Der Strom kommt direkt hier im Labor an und wird direkt in diesen Elektrolyseur eingespeist. Den Wasserstoff kann man dann zur Gewinnung von Strom einsetzen. Mit der zunehmenden Forschungs- und Entwicklungsarbeit lernt man immer wieder etwas Neues, sei es was den Einsatz von besonderen Materialien angeht, sei es neue Apparatekonzepte. Mit all diesen Erkenntnissen schafft man eine Grundlage dafür, dass man so etwas effizient und im großen Maßstab machen kann und damit etwas Neues schafft. Am meisten überrascht hat mich eigentlich der Umfang des Ganzen. Ich hätte nie gedacht, wie vielseitig letzten Endes die Anlagen sind, die man plant. Ich dachte nicht, dass man dann solche Räumlichkeiten hier vorfindet. Wahnsinnig beeindruckend, weil man sieht, wie groß und wie gigantisch solche Anlagen sein können und ja, fasziniert mich. Am meisten Spaß macht mir eigentlich das Einarbeiten in neue Dinge. Die ganzen Grundlagen, die man gelernt hat, auch umzusetzen. Lebensmittelchemie, Pharmaindustrie, beispielsweise auch Biotechnologie, Energietechnik. Alle Branchen sind in der Verfahrenstechnik vereint. Auf der einen Seite schafft man aus einem kleinen, einfachen Molekül ein Medikament in einem riesigen Maßstab, so dass man Millionen von Leuten hilft. Jeder hat in irgendeiner Form Kontakt mit Verfahrenstechnik. Ich finde es einfach nur unfassbar faszinierend, was man alles mit der Natur aufgreifen kann und letzten Endes technisch und industriell umsetzen kann.